Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch die After-Patch-Variante des Gift Cards to Friends mit Solo-Verglitschen, Leute. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich echt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Und Leute, am Ende des Videos habe ich eine kleine Überraschung für euch, deswegen lohnt es sich diesmal tatsächlich dran zu bleiben. Gut, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht denn eigentlich für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einmal die Mitgliedschaft im LSK-Meet, denn ihr müsst die Teststrecke benutzen können. Außerdem, Leute, braucht ihr auch noch eine Kontaktperson auf dem Handy, wovon ihr eine Kontaktmission anfordern könnt, zum Beispiel Simeon oder Geralt. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch einen Nachtclub oder Arena. Es ist völlig egal, was ihr von beiden habt, aber auf jeden Fall müsst ihr in Nachtclub oder Arena ein normales Fahrzeug haben. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Und außerdem braucht ihr hier auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Zum Beispiel einen Fatschi-Roller oder besser den kostenlosen Elegy. Und zu guter Letzt, Leute, braucht ihr hier natürlich einen Freund, von dem ihr das Fahrzeug haben möchtet. Ist ja klar. Haben wir das Ganze sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes, Leute, seid ihr einfach in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Es ist völlig egal, in welcher GTA Online-Sitzung ihr seid, denn dieser Glitch funktioniert in allen GTA Online-Sitzungen. Als erstes müsst ihr jetzt zum LSK-Meet. Ihr könnt damit mit einem persönlichen Fahrzeug reinfahren oder auch zu Fuß. Es ist völlig egal, was ihr macht, denn ihr müsst jetzt mit eurem persönlichen Fahrzeug oder das Fahrzeug, was ihr testen könnt im LSK-Meet, auf die Teststrecke. Seid ihr jetzt mit einem Fahrzeug auf der Teststrecke, Leute, müssen wir jetzt unseren Kontakt anrufen und fordern eine Mission an. In meinem Fall nehme ich hier Geralt. Gut, ist die Mission von Geralt oder Simon angekommen, Leute, müssen wir jetzt erstmal alle anderen Jobs auf dem Handy löschen. Und zwar so, dass nur noch unser Job da zu sehen ist. Das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig, Leute, denn gleich kommt ein Timing-Part. Und Leute, ich sag hier gleich, dieses Timing ist nicht so einfach. Deswegen, Leute, geht mich direkt auf, wenn ihr es First Try jetzt nicht hinbekommt. Gut, was müsst ihr denn jetzt in der Theorie machen? Naja, Leute, ihr müsst jetzt mit dem Fahrzeug wieder zurück zu LSK mit, also sprich die Rampe da hochfahren. Aber ihr dürft das Handy noch nicht öffnen, denn ihr dürft das Handy erst öffnen, wenn euer Wagen langsamer wird, also sprich, wenn hinten die Bremsscheinwerfer angehen. Dann müsst ihr richtig schnell sein. Das bedeutet, sobald ihr hinten die Bremslichter seht, sofort die obere Pfeiltaste und X spammen, was das Zeug hält. Was ist euer Ziel, Leute? Naja, Leute, ab diesem Moment, wo euer Fahrzeug langsamer wird, müsst ihr den Job gestartet bekommen und ihr müsst in dem Menü sein, ob ihr zurück in LSK-Meet wollt oder nicht. Ne? Also gut, Leute, wir machen das jetzt hier einfach mal. Das bedeutet, ich fahre jetzt hier zurück zur Rampe, sehe jetzt die Bremsscheinwerfer, obere Pfeiltaste, x, gut. Ja, in meinem Fall hat das jetzt hier nicht ganz funktioniert, aber Leute, passiert. So, ich bin jetzt wieder auf der Teststrecke, habe jetzt kontrolliert, dass ich immer nur noch diesen einen Job habe in der Jobliste. Und ich fahre jetzt wieder dahin. Und ich sehe jetzt wieder die Bremsscheinwerfer, obere Pfeiltaste, x. Und Leute, ihr seht hier schon, ich spawne in den Job rein. Und was hier ganz wichtig ist, Leute, ihr seht dieses Pochen im Hintergrund, dieses schwarze Pochen. Das ist ganz wichtig, Leute, denn das bedeutet, dass es generell funktioniert hat. Gut, was müsst ihr jetzt machen, Leute? Na, ihr müsst jetzt hier einfach den Job wieder verlassen. Und wenn alles geklappt hat, müsstet ihr jetzt im LSK-Meet spawnen, aber ohne Minimap, Leute. Wenn das bei euch passiert ist, sehr gut. Denn als nächstes müsst ihr jetzt euer persönliches Fahrzeug suchen, falls ihr habt, oder geht es einfach zu Fuß aus dem LSK-Meet raus. Gut, was müsst ihr jetzt als nächstes machen, Leute? Ihr fahrt jetzt zu eurer Arena oder Nachtclub. Denn dieser Schritt hier ist der gleiche. Gut, in meinem Fall bin ich jetzt einfach zum Nachtclub gefahren. Seid ihr jetzt hier bei Nachtclub angekommen, Leute, dann müsst ihr jetzt ein Fahrzeug aus eurem Nachtclub anfordern, beziehungsweise Arena, ihr versteht. In meinem Fall habe ich jetzt einfach aus der B2-Garage den Yosemite bestellt. Ist das Fahrzeug aus dem Gebäude gespawnt, müsst ihr jetzt einfach wieder zurückfahren. Und jetzt merkt ihr, Leute, ob das bisher funktioniert hat oder nicht, denn ihr müsst hier einen verbuggten Bildschirm haben. So richtig flackernd und alles ist unsichtbar etc. Wenn das bei euch gekommen ist, Leute, sehr gut. Denn als nächstes müsst ihr einfach nur aussteigen. Ihr werdet wenig später wieder direkt oben spawnen. So, Leute, jetzt seid ihr theoretisch verglitscht. Aber das ist keine Garantie. Denn manchmal ist es nur der Anschein, ob ihr verglitscht seid oder nicht. Um das Ganze jetzt hier zu kontrollieren, könnt ihr jetzt einen extra Schritt machen, der nicht zwingend ist, Leute. Den müsst ihr nicht machen, aber wenn ihr den macht, Leute, wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr verglitscht seid. Denn ihr müsst jetzt hier einfach nur das Interaktionsmenü öffnen, geht auf Inventar und fordert euren RC-Bandito an.
habt euren SD Bandito angefordert, drückt einfach wieder Dreieck, um auszusteigen. Und jetzt Leute, achtet darauf, wie ihr spawnt, denn wenn ihr blinkend spawnt, dann seid ihr Modus und könnt direkt zum Giftcast Do Friends fahren. Aber ich betone hier nochmal Leute, das ist hier nicht Pflicht. Aber wenn ihr diesen Schritt nicht macht, könnte es gut und wird es auch passieren, dass ihr mal durch die Map fallt, dass ihr stirbt und auch nicht im Modus seid. Das ist leider die Nebenwirkung dieses Glitches, aber ich versichere euch Leute, wenn ihr diesen RC Bandit total nicht macht, aber könnt ihr trotzdem im Modus sein. Wie gesagt, es ist nur zur Kontrolle. Gut, habt ihr den RC Part jetzt gemacht oder nicht, müsst ihr jetzt zu dieser Location fahren, denn an dieser Location wird der Giftcast to Friends durchgeführt. Und euer Freund soll jetzt auch zu dieser Location kommen. Seid ihr in diese Location gekommen und euer Freund am besten auch schon, stellt euch jetzt hier erstmal zur Hauswand, denn als erstes müssen wir jetzt unseren MOC anfordern. Damit er auch direkt bei uns spawnt, Leute, schauen wir es hier zur Wand und nicht zur Straße. Gut, ist euer MOC gespawnt, müsst ihr jetzt aus eurem MOC euer persönliches Fahrzeug anfordern. Das ist im gleichen Menü wie beim MOC, das bedeutet, ihr geht jetzt auf Interaktionsmenü, Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und Fahrzeug aus mobile Kommandozentrale anfordern. Gut, ist jetzt beides da und euer Freund hat in der Zwischenzeit das Fahrzeug bestellt, was ihr gerne haben möchtet, dann steigt ihr jetzt in euer Fahrzeug ein, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt, und euer Freund steigt als Beifahrer ein. Denn euer Freund muss hier mit der Optionstaste nur das Optionsmenü öffnen und mehr muss er auch erstmal nicht machen. Denn ihr fahrt jetzt zurück zu eurem MOC. Sobald ihr jetzt hier die rechte Pfeiltaste drückt, werdet ihr gefreezed sein. Aber Leute, nur so lange, bis euer Freund rausgeschmissen wurde. Wurde euer Freund rausgeschmissen, kann euer Freund das Optionsmenü wieder schließen und ihr fahrt ein paar Meter zurück. Denn ihr müsst diesen blauen Kreis sehen können, wenn ihr zu Fuß davor steht. Habt euer Fahrzeug ein paar Meter zurückgefahren, machen wir es die sogenannte Franklin-Methode. Das bedeutet, wir halten die untere Optionstaste mal gedrückt und wählen es einen Story-Modus-Charakter aus. Haben wir es einen Story-Modus-Charakter ausgewählt, dann werden wir eine Meldung GTA haben. Diese Meldung brechen wir mit Kreis ab. Aber Leute, das hier müsst ihr jedes Mal machen, wenn ihr euch ein Fahrzeug zieht. Jetzt rennen wir zu unserem MOC und gehen auf alleine beitreten. Ihr werdet jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Ist normal, Leute, denn nach ungefähr 6 Sekunden, Leute, könnt ihr wieder die untere Pfeiltaste gedrückt halten und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Aber ihr seht das nicht, Leute. Ihr seht nicht, ob ihr einen Story-Modus-Charakter jetzt ausgewählt habt oder nicht, deswegen müsst ihr das alles so gesehen im Gedächtnis machen. Aber Leute, sobald ihr die untere Pfeiltaste wieder loslasst und so gesehen einen ausgewählt habt, dann werdet ihr die gleiche Meldung wieder bekommen wie eben. Und hier drückt ihr einfach nur Kreis. Und sofort, Leute, werdet ihr draußen spawnen, aber unsichtbar. Und jetzt, Leute, muss es schnell gehen, denn jetzt müsst ihr zum Fahrzeug einsteigen, was euer Freund für euch dahingestellt hat. Und sobald ihr eingestiegen seid, zack, boom, bam, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und Leute, das Fahrzeug gehört jetzt euch. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt es tunen, ihr könnt es auch theoretisch verkaufen. Aber Leute, hier ein kleines Wörtchen dazu. Das Fahrzeug ist eine dreckige Kopie. Das wohlgemerkt. Ich habe am Anfang des Videos gesagt, ich habe für euch eine kleine Überraschung für euch. Und ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Am Samstag, den 11.09. werde ich wieder einen Giftcast to Friends Stream veranstalten. Das bedeutet, ich schenke euch meine Fahrzeuge. Ich habe alle Fahrzeuge aus dem neuesten DLC gemoddet, bzw. gemerged, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Und ihr könnt gerne mitmachen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist natürlich beim Livestream dabei sein und natürlich auf meinem Discord-Server joinen, denn der Giftcast to Friends Stream wird nämlich über den Discord-Server gesteuert. Aber Leute, ich schätze mal, das werdet ihr hinbekommen. Gut Leute, generell war es das jetzt von dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, würde ich mich immer noch übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also let's go. Aber ich mach mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.